Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Lost Crown. In der letzten Folge sind wir hier im 6. angekommen und jetzt suchen wir unser Hotelzimmer. So, wir gehen einfach mal weiter. Und wir schauen mal, ob wir das Geheimnis dieser Stadt entlüften können. Oh, jetzt ist der kleine Junge weg, der hier vorhin versucht hat, etwas aus dem Meer zu ziehen. Der Weg ist frei. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da lang. Oh, eine düstere Atmosphäre gerade. Aber davon, wir gehen einfach weiter. Oh, was ist denn das? Zwei Hummer? Ich glaube, ich verzichte auf die örtliche Spezialität. Mehr gibt es hier nicht zu schauen. Deshalb gehen wir einfach weiter. Bevor wir hochgehen, links geht es auch lang. Gehen wir gleich mal links lang. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Oh, sieht aus wie eine Höhle. Da werden wir mal hineingehen. Irgendwas erkennen. Aha. Meereskreaturen. Okay, weiter gibt es nichts, also gehen wir mal in die Höhle hinein. Es wird zwar zu dunkel sein, oder? Es ist zu dunkel, um es mit eigenen Augen zu sehen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen uns da noch eine Lampe besorgen und dann können wir diese Höhle mal erforschen. Wir gehen hier weiter. Hinten gibt es sonst nichts weiter. Ja, jetzt sind wir wieder hier, also können wir wieder zurückgehen. Und wir können jetzt hier nach oben gehen. Was ist das für ein Schild? Ah, Schwimmen verboten. Mhm. Bevor wir weitergehen, gehen wir mal hier nach links. Mal schauen, ob es hier irgendwo was zu entdecken gibt. Wir gehen mal bis ganz nach vorn. Wie es ausschaut, gibt es hier ein Schild. Mal schauen, was drauf steht. Hafenmauer, Neubau 1847. Der Neubau der teuren Hafenmauer von Sexton wurde durch die großzügige Spende von Frederick Edger Northfield ermöglicht. Mhm. Sonst gibt es hier nichts weiter. Hier ist noch eine Kiste mit Hummern. Ich glaube, ich verzichte auf die örtliche Spezialität. Unser Freund mag anscheinend keine Hummer. So, und wir gehen wieder zurück. Mal schauen, ob wir mit den Herren da oben reden können. Nein, das geht nicht. Also gehen wir weiter. Was ist das? Oh, eine Katze wird vermisst. Ich werde eine Notiz machen. Ja, mach das mal. Eine Telefonnummer für die Katzenwacht. Ja, und wir gehen weiter. The Bear, hier ist endlich unser Hotel. Und wir werden mal auf diese Speisekarte mal schauen.
gegrillte Sardinen aus Sechsen mit Salat aus gerösteten Paprika und Oliven, warme Räuchermakrele, Gurken, Maggi-Räuchen, gebratene Nordfield-Ente, Filet Wellington nach Ulkomaat. Da würde ich da sagen, wir gehen ja mal rein. Was machen die Preise? Juni bis Oktober 75 Euro Pfund, November bis Mai 55 Pfund. Und das Habbo-Collage ist gestrichen. Wir gehen einfach mal rein und schauen mal, ob wir da ein Zimmer bekommen. Bevor wir mit der Dame reden, schauen wir uns mal etwas um und betrachten mal alle Bilder. The Bear beim Hafen. Hier oben ist auch noch ein Bild. Eine Kirche auf den Klippen, die weit über das Meer blickt. Okay, gibt es hier hinten, hier oben ist auch noch ein Bild. Schauen wir uns das auch noch an. Die Hafenmauer. Und hier ist noch was. The Ballad of Tom Oliver von Philip Philpo. So, mal schauen, mal, kann man hier hinten noch was? Wir können nur nach hinten gehen. Hier ist auch noch ein Bild. Ein altes Gemälde oder eine Kopie davon. Schauen wir mal, ob wir auf die Toilette rein können. Ich denke mal, da kommen wir nicht rein. Also gehen wir weiter nach hinten. Oh, eine Standuhr. Wie seltsam. Die Uhr ist um 9 Uhr stehen geblieben. Ja, weiter gibt es hier nichts zu schauen. Also gehen wir mal weiter. Oh, ein Aquarium. Ja, unser Freund mag ja keine Hummers. Ich glaube, ich verzichte auf die örtliche Spezialität. Das war ja klar. Okay, gehen wir weiter. Was gibt es hier hinten noch zu schauen? Sechsten Schäbers. Oh, das sieht aus wie ein Flyer, den nehmen wir mal mit. Mehr können wir hier nicht machen. Wir schauen uns den Flyer mal an. Sechsten Schäbers. Die fotografischen Illustrationen stammen aus der Sammlung des letztjährigen Gewinners und des Jahres davor und des Jahres davor und so weiter. Dem kleinen Oliver, der häufig mit seiner geliebten Kamera in und um Sechsen herum anzutreffen ist. Die Bilder zeigen oben links beginnt den alten Briefkasten in der Nähe der Celtic Corner, dem ehemaligen Postamt, das alte Kreuz bei Ulcombe, Pinienbäume in der Nähe vom Nordfield und wilden Knoblauch am Ufer des Stroms. Würde ich sagen, wir gehen weiter. Hier hinten kommen wir nicht weiter. Ah, hier unten kann man noch was schauen. Wir schauen mal, was wir da. Oh, ein Kätzchen. Oh. So, weiter kann man hier nichts machen. Also gehen wir weiter. Und jetzt fragen wir nach die Dame nach unserem Zimmer. Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Guten Tag, Fremder. Was kann ich Ihnen bringen? Ich nehme eine Flasche stilles Wasser. So, kann ich für eine Woche ein Zimmer mieten? Kann ich für eine Woche ein Zimmer mieten? Alle Gästezimmer sind belegt. Im Mai ist viel los. Also können Sie mir nichts anbieten? Da ist das Cottage am Hafen, wenn Ihnen das recht ist. Ich nehme alles, was Sie haben. Es ist sauber, aber ein wenig vollgestellt. Ich bin nicht pingelig. Ich bin sicher, es ist in Ordnung. Ich hoffe, die Geräusche und der Salzgeruch machen Ihnen nichts aus. Ist es in der Nähe? Es ist direkt beim Hafen, umgeben vom Wasser. Perfekt. Was macht das? Das können wir erledigen, wenn Sie abfahren. Wenn Sie uns überhaupt verlassen, Mr. Danvers. Hier sind die Schlüssel und eine Karte der Stadt.
Entschuldigung, aber wer sind Sie? Entschuldigung, aber wer sind Sie? Ich? Ich bin Morgan, die Inhaberin des The Bear. Und das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und Sie sind? Nigel. Nigel Danvers. Sie können es für eine Woche haben. Okay, ist im Mai in Sexton viel los? Ist im Mai in Sexton viel los? Ja, das könnte man sagen. Lokale Veranstaltungen? Der Mai-Feiertagsjahrmarkt von Sexton ist in dieser Gegend berühmt. Sie können es für eine Woche haben. Gibt es im Pub ein Telefon? Gibt es im Pub ein Telefon? Leider nicht. Das würde nicht zu diesem Haus passen. Gibt es in der Stadt eine Telefonzelle? Ja, gegenüber vom Hafen, über die Brücke und die Station Lane rauf. Okay, wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Vielleicht. So, und wir haben jetzt eine Karte der Stadt erhalten. Schauen wir mal, wo die... Wir können uns die Karte mal anschauen. Hier sind die Hafenmauern. Wir vergrößern das mal. Ah. Nochmal zurück. Zwar hier oben. So. Aha, es gibt eine Telefonzelle, eine Bank. Wo ist der Bier? Das sehe ich hier gar nicht. Das alte Corner. Altes Hotel. Ah, hier ist der Bier. Hier sind wir gerade. Und unser Hotelzimmer ist hier unten. Ah, das ist ja nicht weit. Denke ich mal, das werden wir schnell finden. Also gehen wir weiter. Gehen wir wieder nach draußen. Gehen die kleine Gasse entlang. Und sprechen mal mit diesen Herren. Hallo. Oh, hallo. Was haben Sie denn vor? Was haben Sie denn vor? Was haben Sie vor? Ich bin im Urlaub. Und Sie? Arbeiten. Ich bin Schriftsteller. Journalist für das Lokalblatt. Ich schätze, hier passiert nicht allzu viel. Sie wären überrascht. Ist eine neblige Nacht. Ist eine neblige Nacht. Das kann man wohl sagen. Dieser Nebel verbirgt viele Dinge. Wie zum Beispiel Schätze? Na, noch ein Glücksritter. Nicht direkt. Ich weiß nicht genau, was ich suche. Ich sehe Sie dann. Ich sehe Sie dann. Das werden Sie. Glauben Sie mir. Sollen wir mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir erkunden können? Das nicht. Hier können wir uns was anschauen. Besser, ich störe niemanden. Okay, gehen wir mal weiter. Sie, Junge! Oh, der Herr will irgendwas von uns? Sie, Junge, warum lungern Sie hier herum? Ich wohne in der Nähe. Harbor Cottage? In dieser Jahreszeit zieht diese Stadt jede Menge Freaks und Verlierer an. Was ist denn so Besonderes an dieser Jahreszeit? Was ist so besonders an dieser Jahreszeit? Oh je, Sie sind wohl nicht der Hellste. Haben Sie Erfahrung mit Geologie? Nicht wirklich. Ich dachte immer, dass... Wie steht es mit Archäologie? Nein, aber ich bin bereit zu lernen. Glauben Sie, dass dieses Land versteckte Schätze verbirgt? Glauben Sie, dass dieses Land versteckte Schätze verbirgt? Das tue ich. Aber ob wir sie finden, das ist eine andere Sache. Dieses Land ist alt und mit Blut und Schrecken getränkt. Die Landschaft um uns herum hat den Fall von Königen mit angesehen und den Tod in epidemischen Ausmaßen. Zeit und Aufruhr können die Dinge durcheinander bringen. Sie liegen für uns bereit, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich habe die Absicht, den Schatz zu finden. Wo fange ich am besten an? Ich habe die Absicht, den Schatz zu finden. Wo fange ich am besten an? Oh, das ist leicht. Verlassen Sie die Stadt? Gehen Sie durch das Fenn zum Bahnhof? Ja, ich kann Ihnen soweit folgen. Steigen Sie in den Zug und zischen Sie sofort ab nach London. Das kann ich nicht, Mr. Hardacre. Professor Hardacre.
Berühmter Archäologe. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Nein, ich habe keine Rückfahrkarte. Scheint das hier eine gute Stadt zum Verschwinden zu sein? Scheint das hier eine gute Stadt zum Verschwinden zu sein? Sind wir etwa auf der Flucht? Nein, ich mache nur mal für eine Weile Pause. Ich rate Ihnen, Ihren Frieden mit dem zu machen, vor dem Sie weglaufen und in Ihre eigene kleine Welt zurückzukehren. Da könnten Sie recht haben. Ich kann es nur versuchen. Ich kehre nicht mit leeren Händen nach London zurück. Nun denn, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Und das werden wir machen. Gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Was ist das? Ah, unser Hotel. Da werden wir gleich reingehen. Hier ging der Weg, glaube ich, weiter. Wir schauen bloß mal, wo es hier hingeht. Und danach geht's ins Zimmer. Hier gibt es nichts weiter. Kann man nichts weiter machen. Dann schauen wir hier vorne ganz kurz nochmal nach. Weil da ging es, glaube ich, noch nach rechts. Glaube ich gar nicht weiter. Da draußen ist jemand. Weiter kommen wir hier nicht. Wir können nur zurücklaufen. Also werden wir zu unserem Zimmer gehen. Wir haben ja dafür den Schlüssel bekommen und den benutzen wir jetzt mit der Tür. Hier ist unser Schlüssel. So. Oh nein, dieser Ort ist eine Müllhalde. Schätze, das muss fürs Erste reichen. Zeit, sich mal umzusehen. Hatte die Frau im Bär nicht gesagt, dass das Zimmer sauber sein sollte? Trautes Heim. Für den Augenblick. So, und wir werden uns ein kleines bisschen umschauen. Da steht ein Telefon. Können wir das benutzen? Die Telefonleitung ist tot. Sie muss unterbrochen sein. Aha. So, gibt es hier noch irgendwo was zu schauen? Hier ist was. In das Holz ist eine Windmühle geschnitzt. Ich würde sagen, bevor wir da nach oben gehen, schauen wir mal hier unten weiter. Was gibt es da noch? Wieder das Telefon, oder? Ah, ne. Können wir mal schauen, ob irgendwo was drin ist. Nichts drin. Und hier? Auch nichts drin. Was ist das für ein Geräusch? Da redet jemand. Hier kann man nichts weiter. Okay, das ist leer. Da hat auch jemand geredet. Ah, ein Lichtschalter. Bringt nicht viel. Wir werden mal weitergehen. Mal schauen, was uns erwartet. Oh, wie es ausschaut, ist das das Badezimmer. Wow. Also die letzten Monate wurde hier mal nicht sauber gemacht. Mal schauen, ob wir irgendwas untersuchen können. Da, ne, da.
vergammelte Reinigungs-Utensilien. Okay, kann man hier noch oben, hier kann man was anschauen. Ah, den können wir ja noch benutzen, ist ja noch sauber. So, hier gibt es nichts weiter. Was gibt es da noch? Okay, hier gibt es auch nichts weiter. Die Badewanne kann man nicht benutzen. Sehen wir auch nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal weiter. Weiter gibt es hier nichts. Wir können uns bloß noch mal im Spiegel betrachten. Aber mehr kann man hier nicht machen. Okay, dann gehen wir weiter. So, gehen wir mal in das nächste Zimmer. Ah, hier ist noch. Wir schauen mal die Bilder noch an der Wand an. Vielleicht verbürgen sie ja noch irgendwelche Informationen. Das sieht nicht so aus. Also weiter. Schauen wir dieses Bild mal an. Okay. Und dann gehen wir mal ins nächste Zimmer. Soll das die Küche sein? Wieder die Schublade aufmachen. Oh, sind ein paar Briefe drin. Harbour Cottage, Sachsen, Angelia. Dieses zauberhafte Cottage direkt am Hafen wird am 7. November 1988 im nahegelegenen Redlesburg versteigert. Mindestgebot 55.000 Pfund. Standort. Das Harbour Cottage liegt am Ende des Kais von Sachsen und bietet auf der Vorderseite einen herrlichen Blick über den geschäftigen Hafen und auf der Rückseite auf den Küstenpfad das offene Meer. Das Gebäude ist an drei Seiten vom Wasser umgeben und erweckt oft den Eindruck, man befindet sich mitten auf dem Meer. Das Cottage ist ideal gelegen, mitten im Ortskern mit Zugang zum Strand von Sachsen, dem Restaurant und der Bar, Bier, den Geschäften in der Nähe des Museums und dem Bahnhof. Mhm. Kann man da noch was mitnehmen? Glaube ich, man kann nichts mitnehmen. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, was sind das für Teller? Kann man hier... Da ist seit Jahrzehnten niemand mehr durchgekommen. Okay. Dann gehen wir wieder aus der Küche. Hier kann man noch was... Was ist das? Ah, hier kommen wir wieder zu dem Tisch zurück. Aber sonst ist nichts weiter zu sehen hier. Okay, dann gehen wir wieder raus. So, und das Zimmer wird weiter erforscht, aber erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, ciao!